Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Oh Gott. Lost Odyssey. Nein, das können wir nicht. Wir müssen warten, bis er zurückgeht. Oh Gott, doch. Na, herzlichen Glückwunsch, Kaimei. Puh, das war knapp. War das Ding hinter uns her? Es konnte uns nicht sehen. Das Ding reagiert wohl auf Geräusche. Auch wenn es uns nicht sehen kann, findet es uns über Geräusche. Wir müssen vorsichtig sein. Aber es kann uns ja nicht sehen anscheinend. Vorsichtig, da ist noch einer. Hier kommen wir nicht vorbei, zumindest nicht lautlos. Oh, ich weiß, wie wäre es, wenn wir die Dose da benutzen? Es ist auf das Geräusch des rollenden Rohrs reagiert. Du willst sie wegtreten? Gut, tritt sie irgendwo hin, wo wir nicht sind, okay? Wir haben nur diese eine Chance. Tritt sie genau geradeaus, Keim. Jetzt komm, lauf! Puh, geschafft. So, bedienen. Was können wir denn hier bedienen? Aha, die Tür öffnet sich. Okay, weil da kommen wir, glaube ich, nicht vorbei. Okay, hier ist nur eine Truhe. Lähmung erhalten. Sauber. Boah, noch eins. Das ist gar nicht gut. Und keine Dose oder Rohre zu sehen. Hey, machen wir doch einfach die Klappe zu, wenn es durchgegangen ist. Die Klappe, das könnte klappen werden, aber eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Manchmal hast du brillante Ideen, Jensen. Was heißt hier, manchmal? Psst, brüll doch nicht so rum. Okay, gut. Die denken wahrscheinlich, hier spielen gehirnamputierte Kinder das Spiel. Aber das kann man sich wahrscheinlich selber denken. Gut. Drücken wir hier rauf und gehen durch die Tür. Was ist denn auf der Seite? Sind hier unsere Sachen? Hey, halt! Boah, was ist Angsthase? Sei leise! Siehst du nicht die Soldaten? Im Ernst, wir müssen wohl einen anderen Weg suchen. Na gut, na gut, na gut, gib mir den anderen Weg. Ich wollte doch nur mich ein bisschen umschauen, aber nein. Die liebe Seth erlaubt das ja nicht. Wir haben immer noch Fäuste, mit denen wir kämpfen können. Boah, haben sie uns gefunden? Ich glaube nicht, dass hier Soldaten sind. Diese beleuchtete Platte löst bei starken Vibrationen Alarm aus. Zum Beispiel, wenn man, wie wir, über sie rennt. Eine Falle. Übel. Wenn Soldaten in der Nähe gewesen wären, wäre es aus mit uns gewesen. Vielleicht kommen ja noch welche, wenn wir uns weiter herumtrödeln. Versuchen wir nicht noch einmal Alarms auszulösen, ja? Geht klar. Läuft man über den beleuchteten Boden, wird Alarm ausgelöst. Halte B gedrückt und bewege dich. Ach so. Ich verstehe, okay. Bevor wir da aber reingehen. Klettern. Was ist denn hier oben? Ah, wir fahren bestimmt eine Leiter aus oder so. Ja, so kommen wir wieder rüber. Hier ist die Leiter und da unten ist der Anfang. So müssen wir das Ganze nicht wiederholen. Dann laufen wir mal hier rein. Seh dir diesen Trottel an. Wohl etwas müde, der Kleine. Psst, lasst uns an ihm vorbeischleichen. Macht keinen Lärm. Lass denn die vorbeischleichen, ich höre jeden einzelnen Schritt, ey.
Weil die sieht auch nicht so aus, als würde er schlafen. So. Ich vermute mal, wir müssen ein paar Knöpfchen finden. Eine Truhe. Platzsamen erhalten. Okay, was bringt es uns hier oben zu sein? Nein! Scheiße, war das dumm. Okay, ich werde dann nicht mehr laufen. Ich werde das hier jetzt ganz ein bisschen beschleunigen, bla 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 bla, hast du nicht gesehen? Oh, ist das doof. Ich darf nicht laufen. Och man, ich liebe es aber in Spielen zu laufen. Falls alles so ein bisschen beschleunigt. Ich bin ja jemand, der überhaupt nicht erwarten kann, irgendwie eine Mission fortzusetzen, eine Geschichte zu erfahren. So, hier haben wir auch die Leiter, die wir gerade runtergefahren haben. Das heißt, so weit haben wir es gar nicht. Ist alles gut. Wir sollten nur ein bisschen besser aufpassen. Und dann geht das bestimmt. Oh Gott, B drücken. Ich wäre fast mit A durchgelaufen. Keine Ahnung wieso. So, nur keine Eile und dann ist alles gut. Ja, da. So. Wir können bis zur Ecke laufen. Das wissen wir ja mittlerweile. Und dann schrittweise vorwärts gehen. Ich meine, was bringt so eine Platte, wenn jeder weiß, dass man da zu Fuß lang gehen kann? Wir machen es jetzt gemächlich. Ich habe keinen Bock, da irgendwo reinzuraten. Wir halten einfach auf B gedrückt. Und rennen los. Ganz gechillt. Siehst du mal. Hier sind noch zwei dieser Augenbots hier. Und hier lassen wir eine Leiter runter. Oh Gott, dieser Part, ne? Dieser Part, der bringt mich um. Blinkt da was? Nee. Was ist hier hinten? Kein Durchgang. Wo müssen wir hin? Oh Gott, das hat mich nicht gesehen. Oh, Himmels Willen. Schnell die Leiter runterbringen. Für den Fall der Fälle, dass wir nochmal erwischt werden. Sehr schön. Okay, was haben wir da jetzt gemacht? Ist das Tor jetzt offen? Okay, doch. Keim, geh hoch. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich jetzt dutzende Male umsonst rumgelaufen bin. Oh, die haben mich verarscht. Die haben mich verarscht. Ist das unglaublich? Da mussten wir gar nicht lang. Vielleicht ist da irgendwas Besonderes oder so, aber ich kann es voll vergessen, das mache ich nicht mit. Das mache ich nicht mit. Geh mal hier runter, ey. Ich bin da ungelogen, glaube ich, eine halbe Stunde lang immer wieder hingerannt und wurde immer wieder erwischt. Und irgendwann habe ich gesehen, dass da eigentlich gar nichts ist. Außer eine Sackgasse.
Da habe ich gedacht, vielleicht ist dahinter einfach nur der Schalter. Und da war er dann auch, ja. Wunderschön. Hey, was ist los? Ich wiederhole mich ja nur ungern, aber ich habe dich schon mal gefragt. Deine Erinnerungen, sie kommen zurück. Nicht wahr? Möglich. Du hast sie so sehr. Warum denn nur? Seit wir das Leck beim großen Stab ausgewässert haben, hast du manchmal diesen Blick? Hast du vielleicht was abbekommen? Ich brauche die Vergangenheit nicht. Keim! Sag doch sowas nicht! Halt du dich da raus. Hey. Gut, ja. Vielleicht war ich etwas voreilig mit der Perle. Ich brauche Entspannung. Ich bin echt verkrampft. Ich glaube, da hilft nur noch eins. Ja, da hilft nur noch eins. Lade, das ist in der Lift. Ist lade das in den... Achso, lade das in den Lüfter. Oh Gott. Ja, Sir. Das sind unsere Sachen. Hey, seht mal, unsere Waffen. Habe ich gerade gesagt. Einladen? Bei ihm hört sich das ganz einfach an. Was denkt er, woraus meine Arme sind? Stahl? Das Zeug kann ich nicht alleine bewegen. Okay, er ist weg. Holen wir unsere Waffen zurück. Waffen wiedererlangt. Gut, Transformation abgeschlossen. Endlich bin ich eingeschlafen. Und dann kommt ihr und weckt mich. Das werdet ihr mir büßen. Hör doch auf, wenn jemand anderes dich beim Schlafen erwischt. Hey, ihr da. Wo kommt ihr her? Verdammt, sie haben uns irgendwas. Ich hab nicht schnell genug gelesen. Wir haben keine Wahl. Lasst sie uns schnell erledigen. Also gut. Ich denke mal, die sind nicht so hart, die komischen Typen. Weiße Magie? Quatsch. Schlacht zu. Okay, die haben eigentlich gar nichts. Aber wir können sie lähmen. Lähmt den Feind. Naja, egal, brauchen wir nicht. Wir machen Feuer, wir wissen, dass Feuer wohl am meisten Schaden beim Menschen macht. Auch wenn es in diesem Spiel nicht so ist. Ja, lass mich doch mal in Ruhe. So, das war Nummer 1. Oh, der zweite lebt noch. Ja, halt ein bisschen mehr aus, als ich dachte. Aber es geht. Zweifelstein. Keine Ahnung, was ein Zweifelstein ist. Aber hier kriegen wir wenigstens endlich mal wieder Erfahrung. Okay, zwei Schritte gelaufen, neuer Gegner. Kein Problem. Ein Hundeführer, ja? Wachbestie. Gut, Zauber. Was haben wir da überhaupt? Immer noch keinen. Na egal. Alter, die machen Schaden. Krass. Misserfolg. Ja, leck mich doch. Alter, hauen die rein. Das Feuer aber auch. Machen wir Feuer. Ja, Hundi, ist okay. Lass mich in Ruhe. Schutz? Willst du mich verarschen mit deinem Schutz oder was? Na, bist du in mich verliebt?
Stufe erhöht. Sehr schön. So gefällt das dem Zero. So kann es weitergehen. Dann müssen wir jetzt aber erstmal Keim heilen, denn sonst haben wir gleich ein paar Schwierigkeiten. Heilung, Keim. Gegenstände, Heilungsmedizin. 740 Leben haben wir bereits. 47 Leben haben wir abgezogen, die Ollen. So. Da hinten ist eine Tür und hier sind kleine Türen, die wir nicht begehen können, oder was? Ah, hier ist ein Speicher. Gut, speichern wir einfach mal, ihr wisst ja Bescheid. Man weiß ja nie, wann die Konsole abschmiert, bei den alten Spielen vor allem ist das immer ganz wichtig. Denn die wurden ja nicht so gut supportet wie die neuen. Mittlerweile ist es ja so, dass die wie so ein Rockstar gefeiert werden, die Spiele. Deswegen bugfrei sein müssen. Was ist das? Hört ihr das? Was? Jensen! Das ist eine Harfe. Ja. Das muss die Königin sein. Typisches Fraueninstrument. Ja. Ming. Lass es. Das bringt nur Ärger. Hey, ich habe einen sechsten Sinn dafür. Sie ist die Königin. Da muss ich sie doch begrüßen. Was soll denn schon groß passieren? Dann lass ich mal meinen Charme spielen. Ach, Idiot. Was hast du denn vor, Jensen? Ach, mach schon auf. Es hat keinen Sinn. Ach, dieser Trottel. Weißt du etwas über die Königin? Tja, nur von ganz früher. Wenn sich seitdem nichts geändert hat, kenne ich sie auf jeden Fall. Deine Erinnerungen kehren wohl zurück. Und? Keine Angst vor dem Gestern? Nein, ich habe keine Angst. Dank der Vergangenheit bin ich hier, stimmt's? Wenn ich mich richtig an alles erinnere, hat sie mich in der Vergangenheit zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Sie hat gelächelt, als sie mir die Hand gab. Selbst verlassen auf dem Meer, im Angesicht einer Piratin, zeigte sie keine Furcht. Ich spürte eine gewisse Stärke und eine Güte in ihr. Was jetzt? Ich kann mich daran nicht erinnern. Ich bin genauso vergesslich wie Keim. Seth Balmore. Die kleinen Piratenkriegerin. Keine Ahnung, was das denn links für eine Abbildung ist. Irgendeine Maschinerie oder so. Die Königin hätte mich einsperren können, aber sie lud mich in ihren Palast ein. Wir haben lange geredet. Es war eine große Überraschung, jemanden von so hohem Rang zu treffen, der so aufgeschlossen war. Aber da war noch etwas. Wir kannten uns erst kurz, doch wir fühlten uns wie alte Freunde. Wir waren sehr nostalgisch. Zum ersten Mal lachte ich wieder aus vollem Herzen. Ich weiß nicht, ob es ihr auch so ging, aber sie schien fasziniert von allem, was ich sagte. Schatzsuche in den großen Ruinen des Ostens, Piraten verprügeln, die aufmucken, alle solche Dinge. Erzähl mir aus deinem Leben. Aber so wie sie mich zum Weiterreden ermunterte, denke ich, sie wollte auch frei sein, wenn auch nur für kurze Zeit. Hier, nimm das. Ich krieg königlichen Schmuck ganz ohne Kampf. Heute muss wohl mein Glückstag sein. Nein, der ist nur geliehen. Beim nächsten Mal musst du mir das zurückgeben. Mein Gott, die wechseln jahrhundertelang nicht ihre Klamotten. Ist das widerlich. Na gut, bei der Piratin kann ich das verstehen, aber bei der Königin? Die Chance lasse ich mir nicht entgehen. Verzeiht. Achso. Ich muss weiterklicken. Okay, wir sind jetzt also Jensen.
Kabine von Ming. Gar nicht mal so schlecht. Sie spielt aber gut Harfe. Vielleicht ist sie außerirdisch. Oh je. Und wenn sie hässlich ist, dann könnte sie bestimmt nicht so schön spielen. Gute Argumente. Oh Mann. Vielleicht hau ich lieber ab. Ganz schön groß hier. Vielleicht gibt's hier sogar ein Echo. Ich hoffe, ich störe sie nicht. Wunderschön. Eure Hoheit, bitte. Ich wollte euch nicht erschrecken. Puh, ich danke euch. Oh, bitte ruft noch nicht die Wachen. Wer bist du? Vergebt mir das plötzliche Eindringen, Eure Hoheit. Jensen Freed, stets zu Diensten. Ich wurde angelockt durch euer liebliches Harfenspiel. Die Weiße Boa ist bereits unterwegs. Wo kommst du her? Jeder Mann, der diese bezaubernde Melodie hört, käme herbeigeflogen. Allein die Adern auf ihren Brüsten. Über Land und Meer. Kein Weg wäre zu weit. Ah, ich wüsste zu gerne euren Namen, Majestät. Ming. Ming Numara. Ah, ein hübscher Name. Und endlich sehe ich euer Lächeln. Ja, lacht nur über mich, dummen Tropf. Euer wundervolles Lächeln entschädigt mich für euren Zorn über meine unerlaubte Präsenz. Stimmt etwas nicht? Verzeiht meine Frechheit, aber obwohl ihr strahlend lächelt, Majestät, sehe ich auch Einsamkeit. Auch dieses schöne Harfenlied vorhin, es schien so, als käme es direkt aus dem Herzen. Meinem Herzen? Euer Spiel. Die Melodie ist sehr freundlich und warm. Doch manchmal versinkt sie in Kummer. Dieser Kummer brachte mich zu euch und erweckte den Wunsch, ihn zu vertreiben. Was ist das? Ich werde ihn heilen. Bitte, glaubt mir. Wenn ihr hier bleibt, wird euer Herz nur von noch mehr Kummer befleckt. Oh, mein Herz. Kummer befleckt? Ups. Jensen, warum bist du wirklich hergekommen? Oh. Was für eine Frau. Oh je. Ah, toll. Echt toll. Ja, verkackt würde ich sagen. Aber wir haben eine Königin und Was war das? Ja. Zur Kammer der Hoheit! Schnell! Hier lang! Ihr schon wieder? Oh nein, Jensen, du Idiot! Ja, Freunde. Mist, hoffentlich hat das keiner gehört. Das ist wohl zu spät dafür. Die Sequenz hat länger gedauert, als ich dachte. Wir verabschieden uns hier und heute, jetzt, und sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.